Ach, das blaue Meer. Dixi-Klo. Die Wolken. Dixi-Klo. Die Dixi-Klos. Die Autos, die einfach stehen bleiben. Und der Herr Hoxton mit dem Mobilkran unter dem Schloss. Seht ihr das Schloss? Gucken Sie mal, Herr Finch, da oben. Auf der Anhöhe des Schloss. Ja, wunderschön. So, warum? Ihr fragt euch bestimmt, warum hat der jetzt den Kran umgesetzt? Genau, der stand doch erst da. Korrekt. Leute, weil hier ist oben und da, wo ich gestanden habe, war unten. Ja? So. Ganz einfach zu erklären. So. Haben Sie das jetzt verstanden? Und ja, gleich die anheben muss. Jetzt kommt die Erklärung. Gleich die anheben muss. Ja, aber vorsichtig, nicht die anderen wegschuppen, sonst rollen die alle ins Wasser. Da ich die anheben muss, ich muss auch mal weiter erklären. Ja. Weil sie die kann ich von oben, jetzt wo ich stehe, auf gleicher Höhe, besser anheben in der Höhe, als von unten nach oben. Genau. Oh je, aber jetzt langsam hochziehen, langsam, dass sie nicht die anderen wegtitschen. Ja, ich versuch's. Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, Herr Ochsen. Wunderbar. Vorsicht, Herr Finch. Also dieser Raupenkran interessiert mich langsam auch mal. Aber der Raupenkran wäre interessanter als der hier, aber... Ja. Mit einem Mordsgerät, ne? Was ja echt interessant ist, Leute. Und das muss man echt mal so sagen. Ist ja, dass sogar in den Röhren, das müsst ihr euch mal angucken, eine Leiter drin ist. Ja. Dieser Detail, also das ist Hammer. Das ist einfach nur Hammer. Ja. Jawohl. Ein Riesending, ey. Also ich weiß nicht, ob unser Kran das schafft. Ja, ich könnte mir vorstellen, aber da müssen wir gucken. Wir kriegen ja. Hat denn der Herr Finch auch schon was verdient bei uns? Durchaus, ja, Chefin. Ja? Aufpassen, Leute. Ja. Zweite Element. Durchaus. Aber wie viel sagen Sie jetzt nicht, also oder was? Ich bin nur, wenn Sie darauf hinaus und dass ich was dabei gebe, bin ich sehr gewillt sogar. Das wollte ich dann. Nein, ich. Das... Warum ging es jetzt eigentlich gar nicht? Nein. Schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an. Ich halte das nicht aus. Was das von der Höhe, Chefin? Ja. Das ist nur ein Stück zurück, glaube ich. Ja. Halt, du Belli, ich muss schon zurückgehen, damit ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Ah, doch, der Ding ist lang. Sie haben erst eine Stufe ausgefahren. Herr Don meinte den Hauptarm, dass er die noch weiter heben kann. Ach so. Das wird ein bisschen schwierig. Kran nicht mehr drum rum. Ja, nee, ich glaube nicht. Wir werden den irgendwann haben müssen. Vor allem, ich muss das andere ja noch oben und da kommen ja noch die Flügel dran. Ja. Wir gucken mal, aber sie haben ja noch gar nicht ausgefahren. Abwarten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Erstmal hoch, bevor sie da irgendwas zitschen. Mein Gott, Leute, was eine Höhe. Ja. So, ich fahre hoch. Ja. Schaut euch das an. Irre, oder, Herr Finch? Wahnsinn. Ja. Ja. Oh. Reicht. Nee, oder? Oh. Ein bisschen senken, ein bisschen hoch. Senken. Doch. Nein, du musst nur senken. Das siehst du von da unten überhaupt nicht. So, und jetzt runterlassen. Nee, noch lange nicht. Doch. Ich sehe das doch, da ist schon drin.
Oh, Leute. Das könnte passen. Ja, wird aber knapp. Ja, müssen wir gucken. Meine Güte, ist das eine Riesenhöhe. Da kommt der Motor da oben noch dran. Wenn das nicht passt, dann muss ich den Raupenkran kaufen. Oh, oh Gott. Kann man den... Den muss man aber auch transportieren. Ich glaube, der wird doch gebracht dann, oder? Ich weiß nicht. Wird der nicht gebracht? Weil er sagte, stellen Sie den irgendwo hin, ne? Aber ja gut, da muss er wahrscheinlich irgendwo... Keine Ahnung. Aber ist hier keine, gar keine Vorrichtung. Dass wir den auch aus Einzelteilen zusammenbauen müssen. Das wäre natürlich auch noch mega. Genau, zwei oder drei Tiefen da rankommen. So, jetzt ja, kommt's drauf an. Ja. Schaffen Sie, Don. Lass mal ein paar Fotos hier. Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch das an. Ah, da ist aber noch genug drin. Da kommen sie hin, aber ich weiß nicht, ob der Motor passt. So, stopp! Doch, der reichen. Motor passt auch. Na, da sind noch drei. Da sind noch zwei Stufen. Also jetzt vorletzte. Ja, doch, das passt. Sind ja jetzt fast drüber. Ja, und langsam Wahnsinn. Runter. Ohne Worte. Was für ein Wahnsinn. Ja. Kommt jetzt ein Getriebekasten da oben drauf. Wie hoch das ist, ey. Leute. Das ist unfassbar, ey. Schaut euch das an. Das ist bis jetzt das Höchste, ne? Ja. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen in dem Turm die Leiter hochklettern. Wie toll das für die Knie ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Am Kraftwerk in dem Schornstein haben Sie einen Aufzug drin, aber hier ist ja kein Aufzug. So, und auf. Puh. Krass. Jetzt. Wahnsinn, absolut. Oder? Können wir ja gleich einen Finchmann so ein Blatt da dran machen lassen. So, ich fahre aus. Ja, aber ich glaube, die anderen Teile, die kommen hier hin. Ich hoffe nicht, dass wir den Kübel hier wegfahren müssen. Wer hat den überhaupt hier hingestellt? Warten Sie mal, bevor Sie das aufsetzen. Ja. Ich fahre mal den Kübel weg, nicht, dass hier die Blätter hinkommen. Ich muss das eben einmal drehen, glaube ich. Eigentlich ist es auch egal. Ja, warte, bevor du aufsetzt. Ja, ich warte. Kriege ich das hier dran, Herr Finch? Warten Sie, Chefin. Ja, kommen Sie mal zurück, kommen Sie. Ja, das passt. Nee, noch nicht. Schaut euch mal die Höhle Nein. an. Ja, oder? Ah, sehen Sie. Kann ich aufsetzen? Moment. Ich will erst den Wagen hier weg haben. Na, hier unten. Können Sie den hier auch noch wegbringen? Ich weiß nicht, wie groß die Blätter werden, die hier dran. Was ist denn hier los? Ja, ich fahr mal die Zugmaschine auch hier weg. Ja, häng mal den Betonmischer dran. Ja, okay. Ich warte noch, bis ich einhänge. Leck mich am Arsch, ist das Problem. Guckt euch das an, Freunde. Irre. Wahnsinn. Wirklich. Wollen Sie den Finch mal gucken lassen? Von der Höhe her. Ich würde auch mal. Ja, okay, ich steig mal aus. Ihr müsst die Hakenkamera nehmen. Dann kommt mal rein. Ja, ich komm mal. Finchi, geh mal gucken. Ich fahr das Ding hier eben weg. Boah. Alter, Alter.
Das ist eine Höhe, wa? So, ja, ich warte. Sie dürfen. Warum steigst du da nicht ein? Das ist jetzt gut. Wir müssen hier ans Fahrhaus gehen. Als wenn sie normal fahren wollen. Oh mein Gott. Gewaltig. Hat eine Höhe? Absolut. Boah. So, gut, dass ich nicht schwindelfrei. Also dass ich schwindelfrei bin, meine ich. Hammermäßig. Meine Güte. So, ihr könnt weiterfahren hier, was ist los? Das ist nur ein Windrad von den 8, die wir bauen müssen jetzt gleich. So, dann setzen wir auf, ja? Bereit? Jetzt auf. Gucken wir uns das mal an. Haben mehr. Setze einen roter Sockel an die richtige Position. Da liegt da. Die liegen hier. Die liegen hier. Doch, die liegen hier alle. Jo. Aber hier ist irgendwas. Nee, ich glaube, du bist hier noch im Weg. Ja, ich muss erstmal weg. Die liegen hier nicht. Die liegen hier. Ach doch, da. Ach, ich muss nur weg. Der wird komplett. Ach, der wird komplett. Am Boden aufgebaut. Ach du Scheiße, yo. Und dann mit einmal wird das oben angesetzt. Genau. Ach du Scheiße. Ich muss da, weil ich stehe genau im Weg. Ja. Ja, ich sehe das. Ich muss jetzt irgendwie mich woanders hinstellen. War ein Stück zurück oder so. Zurück, damit ich da. Oh ja, doch, zurück müsste gehen. Leute, Leute, Leute. Ja, genau hier so, wo wir. Ne, der fährt nur zurück, das reicht. Er braucht nur gerade zurückfahren. Okay. Boah. Oder war der Madon? Muss den ja vorne anhängen. Ja, ich kann eigentlich drehen, ne? Nee, bleib so stehen, fahr vor. Wieso vor? Weil du den nachher vorne anhängen musst. Und wenn du hinten stehst, kannst du den nicht vor den Mast kriegen. Wenn also du das als vorfahren. Ganzes anheben. Ja, fahr vor. Wenn es nicht geht, dann, Herr Roxen, dann würde ich sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Falsch. Bleib so stehen. Ja, dann müsste so passen. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur gigantisch, Chef. Das sind. Ja. Also den Raupenkran, den werden wir uns kaufen. Wir werden den haben müssen, da können wir uns. Aber ich würde sagen, wir bauen erst noch mal ein schönes großes Hochhaus. Ja, glaube ich auch. So, ich werde jetzt da hinten den Motor nehmen. Den erstmal hier hinstellen. Okay. Und dann geht's los. Ja. Okay. Los geht's. Eigentlich müsste man jetzt noch mit einem zweiten Kran gucken, damit man sich das hier alles angucken kann. Hören Sie mal, warten Sie doch mal weiter, Mensch. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich kann mich ja hier reinsetzen. Warten Sie mal. Kann ich das alles sehen? Herr Finch, können Sie sich auch reinsetzen in den Kran? Nee. Nee, kann ich, komme ich nicht rein. Okay. So. Wir können uns ja ablösen. Ich guck mir das mal an hier. Boah. Mach mal ein Foto. Irre. Kommen Sie mal rein, Herr Finch. Ja, klar, Chefin. Scheiße, ich hab's geahnt.
kriegt ihr nicht ran. Ja, doch, hochfahren, hochfahren. Oh, Sie haben recht. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Gut, Herr Finch, ne? Absolut. Da sieht man erstmal, wie riesig das Ding ist. Ja. Perfekt. Jetzt wird spannend. Boah, ist das hoch, ey. Wahnsinn, ey. Jetzt holen wir uns die Rotorblätter. Mhm. Fangen Sie mit dem Hintersten an, ja, also genau. Jetzt zur Autobahn. Also Chef, ich muss Ihnen schon sagen, der Herr Hoxton, der hat da schon wirklich ein sehr feines Feingefühl dafür. Ja, das ist meine Nummer 1, Herr Finch. Nehmen Sie sich ein Beispiel dran, da können Sie noch viel lernen. Ja, das werde ich auch. Das nächste Haus, das bauen Sie dann und dann machen wir die Fertigwände, setzen wir dann. So, jetzt passt auf, Leute. Jetzt spannend. Ja. Muss es anheben. Das passt auf jeden Fall von einem Gewicht her. Aufpassen, Leute. Ja, wir gehen schon weg. Muss jetzt schwenken. Und ich muss es eindrehen. Ist egal jetzt, wo ich es setze. Ich drehe ein. Gut, dass heute schönes Wetter ist. Vor allem windstill. Ja, das ist wichtig. Boah, das Ding hochzuziehen und dann oben anzubauen, das wird nochmal eine Nummer für sich. Ja, das glaube ich auch. Das wird nochmal richtig spannend. Ja, ich setze den jetzt hier sofort als erstes hier vorne hin. Ich muss den nur drehen. Ich muss den nur vom Dings wegkriegen, damit ich ihn drehen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Verstehen Sie? Ja. Ja, Sie müssen das. Vom Mast weg, ne? Ja, Moment. Wir müssen aber erstmal eindrehen. Das ist das Problem. Jetzt dreht er wieder andersrum. Boah, Leute, ey. Ah, warum setzen Sie den nicht erstmal dahin, wo Sie den reinsetzen können? Weil Sie stehen jetzt direkt hinterm Mast, ne? Ja, Moment. Passt schon alles. Passt das, ja? Passt. Ich werde ihn jetzt gleich, wenn ich am Mast vorbei bin, werde ich ihn runterlassen. Sind Sie am Mast vorbei? So, passen Sie auf jetzt. Ja. Wahnsinn. Und dann kann ich ihn weiter drehen, verstehen Sie? Sieht aus wie ein Torpedo, oder aus der Luft. Jetzt kann ich ihn weiter eindrehen. Ja. Und dann hier unten ansetzen. Dann habe ich den weitesten Weg weg. Ja, das stimmt. Mensch, jetzt gucken wir uns mal die Blätter hier an. Überlegt mal hier. Wahnsinn. Sogar die Bohrlöcher sind hier abgebildet. So, aufpassen, ich setze jetzt den ersten an. Ja. Ihr müsst mich, glaube ich, ein bisschen einweisen jetzt. Okay. Geh mal hier an das Mittelstück. Weiter, 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 weiter. Runter, 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 runter. Runter. Noch ein Stück zu mir? Ja, Sie haben es. Okay. Perfekt. Boah. Das ist ja der Brüller, ey. Das ist ja der Brüller. Soll der Herr Finch mal beweisen, wie gut er ist? Trauen sich das so? Durchaus, ja. Ja, Moment. Dann können Sie gleich. Dann gucken wir mal, ob er ein Gromo ist oder ob er ein... ich muss euch... in Kenntnis setzen, Gromo, Grobmotoriker oder ob er auch Feingefühl hat. Hängen das an. Mhm. Und dann können sie beweisen, was sie drauf haben. So, steig aus. Herr Finch. Oh. Mann, Chefin, ist das ein Projekt, ey. Wahnsinn, oder?
Wir haben das Krankenhaus noch nicht mal. Komm, so, wir bleiben hier stehen. Das ist alles. Ah, okay. Ja. Wahnsinn, oder? Gucken Sie sich das an. Ja. Und ob der Finch das schafft. Oder nicht. Im nächsten Teil. Also, macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Tschö. Ciao.